Emden und die lieben Leute aus Mittelramstadt und Rammersdorf und Leutershausen und Jobsberg und Zweiflingen und Klonsbach. Und wer ist noch da? Neunkirchen, Miedersbach, Klonsbach habe ich schon gesagt, Höchstetten, nein, Auerbach. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern. Zuerst war ich ein bisschen traurig, weil nicht auf der Wiese oben am Hügel, weil angesichts des Windes bin ich sehr dankbar, dass wir hier im Zelt sein dürfen. Vielen Dank der Feuerwehr, dass ihr uns ein Obdach gewährt. Schön, dass wir Christi Himmelfahrt feiern. Christus ist nicht mehr nur in Palästina, sondern überall. Hier in Winden und einfach überall auf der ganzen Welt. Und das ist einfach großartig. Der Spruch zu Christi Himmelfahrt steht im Johannesevangelium, Kapitel 12, Vers 32. Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Und so, lasst uns feiern. Wir tun das im Namen Gottes, des Vaters, der die ganze Welt erschaffen hat und auch uns. Im Namen Jesu Christi, der uns liebt und für uns da ist. Im Namen des Heiligen Geistes, der uns tröstet in der Not und zum ewigen Leben befreit. Amen. Lasst uns singen vom Aufgang der Sonne. Das ist eines der Lieder, bei der die Erwachsenen, bei denen die Erwachsenen die Augen drehen, weil sie wissen, jetzt müssen sie sich bewegen. Und die Kinder freuen sich, weil sie sagen, jetzt dürfen wir uns bewegen. Wir singen es einfach gemeinsam durch und sie folgen einfach meinen Bewegungen. Ich habe die Kinder gefragt, die hier vorne sitzen, die kannten es gar nicht. Also jetzt müsst ihr auch mit aufpassen, aber ihr dürft euch bewegen. Vorauseilen, dass sie versuchen auszuloten, was kommen könnte. Was wirst du tun? Wohin wirst du gehen? Wie wirst du leben? Du willst eigentlich der Trauer davonlaufen. Eigentlich willst du am Horizont Ausschau halten nach dem Verlorenen, hoffst, dass es zurückkommt und zu dir zurückkehrt und nie mehr verschwindet. Doch fürs Erste hör mir zu, wenn ich dir sage, du brauchst nur Stille zu halten, dich den anderen zuzuwenden, zu bleiben. Warte und sieh, was kommt. Es wird das klaffende Loch in deiner Brust füllen. Warte mit offenen Händen. Warte und empfange das, was nur dorthin kommt, wo es leer und hohl ist. Du kannst es noch nicht wissen. Kannst es dir noch nicht einmal vorstellen, was noch vor dir liegt. Aber ich verspreche dir, der Tag wird kommen,
an dem der Atem deine Lungen füllt wie nie zuvor. Mit eigenen Ohren wirst du Worte hören, die neu sind und überraschen. Du wirst träumen und die Welt sehen, wie sie von Segen hell entflammt. Warte, halte still, bleibe. Amen. Den Psalm 47 sprechen wir im Wechsel. Jetzt hatte ich so viele Blätter, dass ich meins habe liegen lassen. Die Frauen beginnen mit mir und die Männer antworten mit den eingerückten Zeilen. Ihr Völker alle, klatscht in die Hände und jauchzt Gott mit fröhlichem Schall. Gott fährt auf unter Jauchzen, der Herr beim Hall der Posaune. Denn Gott ist König über die ganze Erde, Lob singt ihm mit Psalmen. Gott ist König über die Völker, Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gemeinsam singen wir das Gloria-Lied, Lobe den Herrn, meine Seele. Steht geschrieben in der Apostelgeschichte 1. Ich lese aus der Basisbibel. Nach seinem Leiden zeigte Jesus sich ihnen immer wieder und bewies ihnen, dass er lebt.
40 Tage lang erschien er ihnen und sprach zu ihnen über das Reich Gottes. Als Jesus wieder einmal bei den Aposteln war und mit ihnen aß, schärfte er ihnen ein: Verlasst Jerusalem nicht, wartet darauf, dass in Erfüllung geht, was der Vater versprochen hat. Ihr habt ja schon von mir gehört. Johannes hat ins Wasser getauft, aber ihr werdet in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Da fragten ihn die Versammelten: Herr, wirst du dann die Herrschaft Gottes in Israel wieder aufrichten? Jesus antwortete: Ihr braucht die Zeiten und Fristen nicht zu kennen. Mein Vater allein hat sie in seiner Vollmacht festgelegt. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Nach diesen Worten wurde er von ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf und er verschwand. Die Apostel starrten wie gebannt zum Himmel und schauten ihm nach. Da standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen, die sagten: Ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird wiederkommen, genauso wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Thank you.
Das Evangelium steht geschrieben bei Lukas im 24. Kapitel, wieder in der Basisbibel. Jesus führte sie aus der Stadt hinaus bis nach Bethanien. Dann hob er die Hände und segnete sie. Doch während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen und wurde zum Himmel auf emporgehoben. Sie fielen zu Boden und beteten ihn an. Dann kehrten sie voller Freude nach Jerusalem zurück. Sie verbrachten die ganze Zeit im Tempel und lobten Gott. Ehre sei dir, Herr. Lob sei dir, Christus. Gemeinsam bekennen wir unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. In der Stille beten wir um den Segen von Gottes Wort. Wir bitten dich, Herr, sende uns deinen Geist, dass er uns
die Ohren und die Herzen für dein Wort öffnet. Amen. Liebe Gemeinde, heute mal ein ganz neuer und anderer Predigtabschnitt zum Himmelfahrtsfest. Ich habe es mal meine Predigt deshalb überschrieben, der Albtraum eines Traumdeuters. Traumdeuter kennen wir in der Bibel ja verschiedene. Mancher vielleicht ganz besonders den Josef, also einer meiner Lieblingsfiguren aus der Bibel. Heute geht es auch um den Daniel. Der Daniel, das war so ein junger Intellektueller, der aus Israel weggeführt worden ist, weil ein König kam und hat Israel besiegt und hat die, dort waren vor allen Dingen die großen Köpfe mitgenommen, in Gefangenschaft geführt. Und dieser junge Daniel, da wird nichts drüber gesagt, aber ich stelle mir das so vor, dort in der Fremde fängt er an und entdeckt den Glauben seiner Väter und hält sich an diesem Gott fest. Und so lesen wir in den ersten 6 Kapiteln des Buches Daniel vom nahezu kometenhaften und bilderbuchartigen Aufstieg von diesem Daniel. Er hält an Gott fest und Gott hält seine Hand über ihn. Was er dort leistet, was er tut, das gelingt. Auch wenn er in Schwierigkeiten kommt, er kommt durch Gottes Hilfe. Daniel geht seinen Weg. Gott bewahrt ihn in schweren Herausforderungen. Und der kluge und schöne Daniel schafft, woran andere scheitern. Er deutet des Königs schlimmste Träume. Und er wird ein erfahrener Mann dort am Hof. Er handelt überlegen, ja, souverän geht er auch mit schweren Herausforderungen um. Aber dann kommt ein neues Kapitel, das Kapitel 7 im Danielbuch. Und dort schreibt Daniel selbst seine Träume auf, von da an. Und da ist es plötzlich ganz anders als sonst. Er, der souveräne Traumdeuter, beschreibt sich selbst als ratlos, als erschrocken. Immer wieder fragt er in seine nächtlichen Träume und Visionen hinein, wer kann mir das deuten? Und bei allen Erklärungen findet er selbst kaum Ruhe. Denn er sieht die entfesselten Mächte dieser Welt, die sich wie Tiere gegenseitig bekämpfen und zerfleischen und vernichten. Wer so etwas miterlebt, und wir haben da vielleicht auch Bilder vor Augen, und ich könnte euch auch Tiere nennen, da würdet ihr sofort etwas mit verbinden, den Bären oder den Adler, vielleicht auch noch den Drachen, die kommen da nicht vor, aber ihr versteht schon, ihr wüsstet sofort, was ich damit meine. Und vermutlich, ja, war das für diese Tiere, die wir dort sehen, die der Daniel dort in seinen Träumen sieht, auch so. Und er fragt sich, und wer würde sich das nicht fragen, wer kann dieses schreckliche Vernichten aufhalten? Da macht man sich ja Sorgen. Wie kann das zu einem Ende kommen? Mit welcher Macht kann so etwas geschehen? Doch da für einen Moment tut sich vor Daniels Augen der Himmel auf. Und dort geschieht etwas ganz Entscheidendes, das für uns heute an Himmelfahrt wichtig ist. Eigentlich immer wichtig ist. Aber durch den Daniel sehen wir es heute noch einmal ganz genau und ganz besonders. Aber der Daniel ist, dass wer das liest, der merkt es, ganz gefangen in dem Geschehen. Er fragt gleich wieder nach, wie ist das mit den Tieren und welches Tier ist das und was bedeutet das? Er will das Böse erkennen und dingfest machen können. Fast übersieht er dabei, wie Gott selber hilft. Und jetzt lese ich euch den Abschnitt, einen Ausschnitt aus dem Predigtext für heute vor. Daniel 7, 13 und 14 und danach noch den 15., der so ein bisschen nochmal das innere Vorgehen in Daniel beschreibt. Eben selbst danach. In der nächtlichen Vision sah ich einen, also einer von vielen Visionen, in der nächtlichen Vision sah ich einen, der mit den Wolken des Himmels kam. Er sah aus
wie ein Menschensohn. Er kam bis zu dem Ewigen, der schon viele Tage gesehen hatte, und wurde vor ihn geführt. Ihm wurden Macht, Ehre und Königsherrschaft gegeben. Die Menschen aller Völker, aller Nationen und Sprachen dienen ihm. Seine Macht ist eine ewige Macht. Sein Königreich wird nicht zugrunde gehen. Wir haben es gerade gesungen. Ja, das war auch, was wir gerade gesungen haben, steht in dieser Vision. Ich, Daniel, das ist der 15. Vers, der danach kommt, war ganz verwirrt. Die Vision, die ich hatte, erschreckte mich. Das bezieht sich aber auch auf diese Visionen zuvor. Armer Daniel, möchten wir heute sagen. Das wundert uns nicht, dass sich das erschreckt, denn du kannst ja nicht ahnen, was wir nachlesen können im Neuen Testament, dass dieser Jesus gekommen ist und dass Jesus von sich sagt, und das sagt er immer wieder, ich bin der Menschensohn. Das ist das, wovon er spricht. Ich bin der, von dem ihr gerade gehört habt, dass er auf dem Thron sitzt, den Gott ihm im Himmel bereitstellt. Und darin, liebe Gemeinde, liegt unsere Hoffnung. Wir singen das ja mit unseren Liedern. Was das für uns bedeuten kann, dass dieser Jesus zum Herrn über die Welt wird und geworden ist. Er ist so ganz anders als die kämpfenden Machtmonster. Er ist ein Menschensohn. Man könnte vielleicht auch mal sagen, er ist ganz menschlich, genau im Gegenüber zu diesen Tieren, die wirklich übereinander herfallen und sich vernichten. Er ist der Menschensohn. Wir Menschen sollten so leben wie er. Liebe Gemeinde, am Himmelfahrt geht es nicht um eine beschauliche Betrachtung der Fahrt Jesu durch die Wolken. Am Himmelfahrt geht es einzig und allein darum, dass Jesus aus dieser Zeit hinübertritt in die Gegenwart Gottes und dort von Gott. Ja, was bekommt er da von Gott? Eine Ehrung sondergleichen. Vergleichen wir das doch mal, vielleicht, wenn Sie es mir erlauben, mit dem Friedensnobelpreis. An Himmelfahrt feiern wir, dass Gott dem Jesus den himmlischen Friedensnobelpreis verleiht. Weil er Frieden gemacht hat. Weil er in diese Welt gekommen ist. Und über all diese Kämpfe hinweg eine ganz andere Herrschaft ausruft über uns und über dieser Welt. Kein anderer Preisträger dieser Welt, ob es nun ein Friedensnobelpreis ist oder sonst irgendetwas, kann diesem Jesus ansatzweise nur das Wasser reichen. Johannes der Täufer sagt ja, ich kann ihm noch nicht mal bin nicht mal wert, ihm die Schnürsenkel zu binden oder die Sandalen zuzumachen. Aber ist Jesus doch, der den anderen sogar die schmutzigen Füße wäscht? Das ist seine Menschlichkeit. Dieser Herr und König, von dem wir da reden, ist eben kein selbstsüchtiger Ich-Mensch, der sich selbst Bedeutung und Geltung schaffen will. Er ist gekommen, um zu dienen. Gott zu dienen und den Menschen. In einem festen Vertrauen auf Gott dient er den Menschen, gibt er sich selber hin. Er ist bereit, zuerst an die anderen zu denken, an die Kranken, an die Schwachen, an die Ausgeschlossenen, für die ist gar kein Platz. Wenn diese Mächte sich so balgen und kämpfen, wo bleiben die? Die Kleinen, die Kinder. Und Jesus tritt mit freundlichem Herzen für sie ein. Aber auch mit klarer Deutlichkeit. Davon rückt er nicht ab. Vollkommen selbstlos und ohne Egoismus öffnet er ihnen die Tür zu Gott, dem Vater im Himmel. So einer, das drückt Himmelfahrt aus. So einer, sagt Gott, einer, der allen dient, der soll und der muss über alle und über alles herrschen. Weil er eben nicht zuerst an sich selber denkt.
weil er nicht für sich und die Seinen rausschlagen will, was man halt gerne so hätte und was man nicht bekommt, wenn man nicht schneller und kräftiger als die anderen ist. Wenn man nicht ein bisschen die Ellenbogen einsetzt, so wie wir das alle kennen. Ja, das ist schon klar für uns. Keiner von uns und auch nicht einer ist geeignet für diesen Thron. Nur dieser Jesus, der so selbstlos ist. Wer Jesu Liebe erfahren hat, der bekennt sich zu der Macht seiner Liebe. Und wenn wir einmal zurückschauen in unsere Geschichte, dann haben wir auch so ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis im Angesicht eines Staates, der blutrünstig über die anderen hergefallen ist. Von dort her bekennen wir das auch heute noch, was in der Barmer theologischen Erklärung bekannt wird. Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Und wenn wir das sagen, liebe Gemeinde, dann erkennen wir an, dass Gott diesen Jesus auf den Thron gesetzt hat über diese Welt und keinen anderen. Warum tut er das? Weil Gott dieser Macht der Liebe die Macht gibt, den Vorrang. Und darum ist es gut, wenn wir fröhlich Himmelfahrt miteinander feiern und in Hoffnung und Zuversicht darauf warten, dass Gott allem Leid, Geschrei und Schmerz einmal ein Ende bereitet. Ja, wie gut wird das sein? Wir wollen das ja immer innerlich so weit hinausschieben. Und doch, ist das nicht etwas, was wir ersehnen, was wir immer wollen? Dass dieser Jesus einmal zurückkommt, Himmelfahrt umgekehrt, dass er hereintritt in unsere Wirklichkeit und all dem, was an Schmerz, an Leid, an Schrecklichem in dieser Welt geschieht, endlich ein Ende bereitet. Durch sein Gericht. Der, der uns liebt. Der menschliche, menschliche Sohn. Der im Auftrag Gottes schon in diese Welt gekommen ist, um Frieden zu schaffen zwischen uns und Gott. Im Vertrauen auf seine Wiederkunft wollen wir schon jetzt dem Guten und der Liebe Raum geben und dem Beispiel Jesu folgen. Und auch wenn wir meinen, wir spüren ja nichts von diesem himmlischen König, wenn wir es nicht erfahren, was wir hoffen, auch dann wollen wir vertrauen darauf, dass die Mächtigen dieser Welt kommen und gehen, aber unser Herr kommt. Wir wollen uns festhalten an dem, was uns zur Himmelfahrt gesagt ist und es bekennen, wann immer wir beten. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Thank you.
uns beten. Wenn ich sage, wir bitten dich, möchte ich die Gemeinde auffordern, einzustimmen. Herr, erbarme dich. Unser Gott im Himmel, hab Dank für den Blick aus den Schrecken dieser Welt, aus dem Geschrei, aus den Tränen und der Not. Danke, dass du unseren Blick öffnest für dich und deine Welt. Die Liebe Christi soll unser Leben bestimmen, seine Hingabe und Freundlichkeit, seine Gnade und sein großes Vertrauen auf dich soll uns den guten und richtigen Weg im Leben weisen. Dazu sende uns deinen Geist, dass er unsere Wunden heilt und uns unsere Verfehlungen vergibt und uns nach dem Vorbild Jesu gestaltend verändert. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. So kommen wir und bringen dir die schrecklichen Bilder dieser Welt von Krieg und Hass, von Rache, von zerstörtem Leben und Flucht. Wir sind verwirrt, entsetzt und erschrocken. Wir können nicht helfen und wollen doch, dass der Krieg bald endet. Ja, dass der Frieden versöhnende Kräfte aus deiner Gnade schenkt. Wir bitten dich, erbarme dich. Wir bringen dir die Bilder von schrecklichen Unfällen, von entsetzlichen Überfällen, von Leid, das ganz unvorhergesehen über Menschen kommt, die nichts ahnten. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Wir befehlen dir auch die Menschen an, die bedrängt werden, die verfolgt werden, darunter auch die vielen, die um deines Namens willens im Gefängnis sind und unter Folter leiden. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich auch für uns, die wir dir vertrauen und nachfolgen. Lass uns aus deiner Liebe an der Einheit festhalten, die du uns aufgetragen hast, damit wir ein Zeugnis deiner Freundlichkeit und Liebe sind. Wir bitten dich auch für unsere Jugendlichen, die zurzeit am Christiwell in Erfurt teilnehmen. Bewahre sie und beschenke sie aus dem, was sie gemeinsam erleben, dass sie dich und deine Gegenwart spüren und erfahren. Sprich durch dein Wort in ihr Leben. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. So wollen wir, unser Herr und Gott, dir, der Macht der Liebe, vertrauen. So hast du gelebt. Und so wollen wir miteinander beten, wie du es uns aufgetragen hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.